Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zum lang ersehnten Serverstart von Server 25, der jetzt heute ist. Und hier seht ihr nur einen kleinen Teil des Seitenladefehlers. Es ist 15:59 Uhr, das heißt, jetzt sind es nur noch Sekunden, die uns vom neuen Server und vom Dreamscape-Projekt trennen. Ich habe mir meine E-Mail-Adresse auf die Kurzwahl gepackt und jo, dann sollte es gleich losgehen. Ich habe jetzt extra noch, ich wollte eigentlich vorher noch kurz was labern, aber ich habe mir gedacht, das kann ich auch während der Alu von dem neuen Server machen. Und jetzt ist es dann jeden Moment soweit. Gleich werdet ihr es schon sehen. Da ist es dann ein wenig Hektik, da werde ich dann gar nichts sagen. Wahrscheinlich jetzt geht's los. Oh, es hängt schon. Haben wahrscheinlich gleich 100 Leute gleichzeitig gedrückt. Oh, das hängt echt heftig. Ork, Krieger. Genau, zack, E-Mail. What? Nein, jetzt funktioniert das Essen nicht. Spielstyler. Was ist denn das jetzt? Mein Gott, ey. Immer dieser Mist. Was? Stand da gerade, dieser Name ist nicht verfügbar? 448. Ach du Scheiße. Wow, ich dachte schon, dass ich etwas früher dran bin, aber egal. Gut, jetzt schnell den Ausdauertrank. Zack, zack und zack und zack. Gut, vor Angriffen geschützt. Dann schnell Charakterbeschreibung wieder wie immer dieselbe. Da mache ich jetzt keine individuellen mehr für den Serverstart, weil das ja ist etwas blöd. Da habe ich schon oft Kritik für bekommen, dass die da etwas manchmal sogar anstößig war. Jeder da hat seine Meinung dabei. Hier nebenbei zocke ich noch Alu für das S20 und S1. Hoffe ich mal, macht euch nichts aus. So, jetzt habe ich die Passive Card schon bereit liegen, also keine Sorge. Pilze sind verfügbar. Am 14., also in 6 Tagen, das ist der. Boah, jetzt muss ich rechnen. Ja, doch, Donnerstag. Donnerstag, also Valentinstag, ist, oh. Das ist doch kein Pop-up, das ist doch die Weiterleitungsseite. Okay. Ach, diese dämlichen Internet Explorer-Einstellungen. Ach, jetzt. So, Passive Card, dann gleich eingeben. Zack, ja. Ich akzeptiere. Boah, ey. Mein ganzer PC hängt jetzt wegen S25. Das merkt man einen deutlichen Unterschied, wenn man so einen neuen Server öffnet und vorher nur die alten hat, auf denen kaum was los ist, also im Verhältnis zu einem Serverstart. 147 8041. Ihr seht eh nicht alle Zahlen. Abgesehen davon habe ich es ja dann schon eingelöst. Also bringt euch dieser Code gar nichts. Wow, so groß hatte ich das nicht in Erinnerung. Gut, jetzt wieder rüber. Ach. Hängt echt heftig. So heftig hatte ich es nicht in Erinnerung. Also zumindest bei S20 war es nicht ganz so schlimm. Allerdings war ich da auch etwas weiter vorne. Also da war ich 400, glaube ich. Von den Platzierungen her. Oh, ich glaube, ich muss ein paar Fenster schließen, sonst wird es hier gar nichts mehr. Na gut, das YouTube kann ich schließen. Oh, genau, hier ist noch eine Quest. Ja, hier habe ich lautlos gestellt, extra bei den 100 Alu-Chars. Da werde ich dann gleich Stadtwache reinhauen. Und dann jetzt. Oh, ja, hat geklappt. Gut, wunderbar. Dann Stall, 24 Umweltprämie. Mist, jetzt wurde ich angegriffen. Oder war das schon vorher? Hohohoho, gleich zweimal gewonnen. Ich sag's euch, immer gleich das eine Gold verskillen. Ich meine, ich habe jetzt zwar nicht verloren und ich wurde auch nicht so oft angegriffen, aber wenn ihr echt einer der Ersten seid und ihr habt nicht geskillt, dann ist euer erstes Gold gleich komplett futsch. Das ist dann halt nicht so schön jetzt. Gut, der hat nur einen Glückstrank, das nutze ich doch gleich mal aus. Oh Mist, der hat aber mehr geskillt. Ach, und der ist Dämon, die haben plus 3 Stärke, ja, das ist auch blöd. Gut, dann jetzt aber. Ach, genau. Ehe ich es vergesse. Ah, ist gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gefallen bin. So, zack. Zack,
Waffe raus, dann die Quest hier starten, Waffe rein. Das ist die Dreamscape-Taktik. Der hat sie ja mal erklärt in dem Video vor einer Woche oder zwei. Da hat er das gezeigt, wie man das macht, ohne eine Quest zu verlieren. Und ich merke gerade, echt sekündlich verändert sich mein Rang. Ja, meistens nur um eine Stelle oder so. Gut, dann schauen wir doch gleich mal, wer hier ganz vorne dabei ist. Oh. Wow, ich dachte, das sind mehr Krieger. Ist ja doch relativ. Es sind immer so viele Kundis. Jetzt sogar eine Raubritter. Bester Rang 46. Also, sowas ist natürlich schwachsinnig. Also, in den ersten 5 Sekunden, wenn man da bester Rang hinschreibt, da macht es natürlich nicht so viel Sinn. Naja, gut, aber wenn man will. Dann wurde jetzt schon wieder angegriffen. Wieso greifen die mich alle an? Ich will nach unten, sonst verliere ich hier noch. Jetzt bin ich Rang 88, die wollen mich doch verscheißern. Ich habe mich extra nicht nach vorne gekämpft. Ach Mist. Oh, gleich was gehen, gleich was gehen. Ach Mist, reicht nicht. Dann einmal Ausdauer, gut. Genau, wieder Waffe raus. Schnell. Dann die hier. Sollte ganz gut sein. 300. Oh ja, gut. Habe ich dann Level Up. Schnell reintun, sonst vergesse ich das wieder. Und dann hier nebenbei noch die Quests. Wie gesagt, habe ich ja lautlos gestellt. Deswegen nicht wundern, dass hier gar keine Geräusche kamen. Und jetzt müssen wir schauen. Ups. Jetzt müssen wir schauen, wo ja noch überall Leute sind. Hier ist gleich fertig. Aber ich glaube, hier ist es. Gut, dann. Gleich. So, kurze Unterbrechung, sorry dafür. Ja, war nur was nebenbei. Genau so, zack. Jetzt wieder, jetzt habe ich endlich meinen Kampf verloren, glaube ich, oder eher gesagt, hoffe ich mal. Genau, zack, wieder rein die Waffe. Also, das ist echt wichtig, dass man das macht, weil. Oh, der hat mich gleich zweimal angegriffen. Mist. Oh, doch, habe ich sogar 2 Silber gewonnen, aber dann. Nichts verloren, zum Glück. Ja, genau, wegen den Kämpfen. Warum man da am Anfang nicht so weit vorne sein sollte, ist natürlich klar. Je weiter man vorne ist, desto, ja, desto ein besseres Ziel ist man halt für die ganzen Leute, die jetzt am Anfang sehr intensiv auf, ja, halt auf, Arena gehen. Also die jetzt am Anfang gleich den Orden ein bisschen hochpushen auf, ja, voll 50 gewonnene Kämpfe oder so, damit sie halt einen Vorteil haben. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm, aber es ist in dem Fall dumm, falls ihr questen wollt oder falls ihr auf dem Server was erreichen wollt. Weil wenn dann immer euer Gold gleich abgefarmt wird und das immer gleich weg ist und ihr es nicht verskillen könnt, werdet ihr ja nicht besser und seid schon ärgerlich. Genau. Und deswegen mache ich das auch nicht. Also ich kämpfe mich in der Ehrenhalle allgemein fast nie hoch, also auf Server 20 jetzt momentan, aber auch nicht so extrem. Da müsste ich jetzt gleich mal schauen, dass ich hier einen Stärketrank krieg. Glück brauche ich nicht. Ach, komm schon. Das habe ich schon. Habe ich schon. Jetzt. Gut, den brauche ich auch. Mache ich mal den schon mal rein. So. Ja, dann starte ich schon mal eine Quest. Du, oh, 620 und ein Item. Hat zwar Geschick, aber oh mei, besser als nichts, würde ich mal sagen. Jetzt, ah, Stärketrank, da ist er ja gut nach der Quest. Ach Mist, das war ja ein Item, also gibt es kaum, beziehungsweise wenig Silber. Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, aber egal. Jo, es war ein fetter Desktop-Hintergrund. Anime-Serie. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich ein ziemlich großer Anime-Fan bin. Übrigens. Und ja, dann wollte ich jetzt gleich mal schauen, genau Dreamscape, ob er seinen Namen bekommen hat. Nein, hat er nicht. Der ist sicher kein Kundi. Dreamscape 25? Das ist ein Magier. Okay, Dreamscape ist 25. Mein Gott, klaut ihm doch nicht immer den Namen. Jetzt, ich hatte ja schon Schiss, dass meiner weg ist, aber es ist zum Glück nicht so. Es ist auf Server 21, wollte ich mich zum Spaß anmelden. Da gibt es tatsächlich schon einen Spielestyler. Also anscheinend
Gibt es schon ein paar Leute, die den Namen auch ganz gut finden. Finde ich aber nicht so schön. Also ich habe mir den Namen eigentlich schon selbst ausgedacht. Sollte es jemanden geben, der vorher so hieß, tut's mir leid. Allerdings auf YouTube hieß niemand so, auf Facebook genauso wenig. Bei Google habe ich ebenfalls nichts gefunden und von daher gesehen war der Name noch frei. Also ja, Pech, jetzt ist es meiner, jetzt kriegt ihn keiner mehr. So Geschick. Ja, Kundis gibt es ja trotzdem ein paar, also ist nicht schlecht. Also besser als nichts ist auf jeden Fall. 500. Oh, da gibt es einen fetten Helm, gut. Und hier ist die Quest. Ach, Mist, Waffe raus, Waffe raus. Es ist zwar jetzt recht unwahrscheinlich, dass ich verliere durch den Lebenstrank, weil den da die Gegner relativ gesehen. Ach. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt und aufgeregt, nervös. Wegen dem Start, also die Gegner haben ja jetzt zum Beispiel keinen Lebenstrank, deswegen ist das schon mal ein Heimvorteil, wenn man den hat. Quest, einmal Skillen geschickt, es wird auch immer teurer, 2,2 Millionen inzwischen schon, das ist ja bedenklich, wie schnell das steigt. Also in 2 Monaten und 19 Tagen ist Server 20 genau ein Jahr alt und dann wollte ich mal schauen, was ich in einem Jahr so erreicht habe. Also da wird es keinen Jahresrückblick geben oder sowas, aber da werde ich einfach nochmal zusammenfassend was sagen, was man so in einem Jahr erreichen kann mit 300 Alu, weil man es jetzt nicht immer so eng zieht mit den Alus und genau, jetzt wollte ich echt mal schauen, Dreamscape, Dreamscape 25, wusste ich es doch, ey. Irgendwie hat er es doch geschafft. Ich hoffe mal, das ist er, aber sieht jetzt ehrlich gesagt nicht danach aus. Was könnte er denn noch gemacht haben? Also, Dream. Na, ist auch ein Krieger, das könnte er sein. Nein, nein, nein. Oh, Mist. Nee, das ist er auch nicht. Nicht Dreamscape. Vielleicht hat er sich ja so genannt. Aber das wäre Schwachsinn, weil das ist zweimal genau dasselbe. Genau, gut. Ja, dann muss ich ihn später auf S1 zu S fragen, wie er heißt, oder auf S20, oder er sagt es selber, wenn ich dann heute Abend bei der Happy Hour in die Gilde komme. Ja, finde ich ziemlich blöd, dass man den Namen immer klauen muss, weil ich meine, die meisten spielen dann nicht mal auf dem Server. Sie wollen einfach nur den Namen klauen. Also, jetzt kriege ich ohne Witz, da hätten sie mir auch eine Rüstung, Handschuhe, irgendwas geben können, was ich noch nicht habe. Ja, aber, ach. Das ist echt blöd, ey, wenn man das vergisst und dann verliert, da ärgert man sich so sehr, dass es sich echt, ja, lohnt. Also sollte man echt machen. Also es ist ja jetzt nicht so viel Aufwand. Also es dauert ja auch nur ein paar Sekündchen länger. Jetzt muss ich hier drüben auch nochmal schnell schauen. Auf Server 11. Gut, das ist jetzt immer gleich durch. Also widme ich mich gleich voll und ganz S25. Nachdem ich die dämliche Fehlermeldung wie immer weggeklickt habe. Ich glaube, die kommt immer nur im Video. Ey, ich zock 2 Stunden Alu, dann mache ich ein halbstündiges oder ganzstündiges Video und dann kommt die Meldung. Aber vorher in den 2, 3 Stunden kommt sie kein einziges Mal. Also, ich glaube, der Computer hat was gegen mich. Also, aber es ist wahrscheinlich einfach nur, weil das Camtasia Studio Programm. Jetzt wurde ich schon wieder angegriffen. Doch recht häufig benutzt wird. Zeigen wir mal den Kampf her. Oh, ein Magier. Nett, nett, nett. Ja gut, mega low damage, würde ich mal sagen, aber sie hat halt extrem wenig Leben, also im Vergleich zu mir jetzt. Das Passive Guard Fenster, das kann ich noch schließen, genau. Es ist noch ein bisschen weniger los. Und, oh ja, doch, das war ein sehr knappes Ding, aber gewonnen ist gewonnen, meine Liebe. Und jetzt kann ich mir den Trank leisten. Nein! Nein! Du Monster! Mörderin, ach, da. Er hat sie auch noch so einen Namen, das ist ja echt ein Witz. Ach, Geschick quasi, Mist. Ach, ey, es ist doch ein Witz, ist das jetzt. Aber kann ich es mir leisten? Trank, da kommt er nochmal nach. Ja, hole ich mir. Ja, 3 Tage, ne? Ne, in 3 Tagen habe ich schon wieder die 15% Tränke. Denke ich mal, also war bis jetzt, glaube ich, immer so. 508, erstmal Waffe raus. Ne, erstmal Skillen. Ja, dann machen wir mal Glück. Genau, was ich noch sagen wollte, obwohl das sage ich während der Quest. Genau. 500.
Oh, das ist jetzt schwierig, weil es sind eigentlich, die sind alle drei recht schlecht, sehr schlecht sogar. Die 500er geht gerade noch, aber ich glaube, ich nehme die 200er. Genau, Waffe rein. So, die Items, also man sollte sich, wenn man hier jetzt die Items findet und dann schon zum Beispiel jetzt wie ich zwei Hüte, zwei Waffen, zwei Ringe hat oder drei Ringe, je nachdem. Sollte man sich die immer bis Level 10 aufheben, weil und dann nochmal komplett umrüsten zur Sicherheit, weil dann kommen die alle ins Sammelalbum. Also man muss es sich vorher natürlich kaufen, anders hat es keinen Sinn. Manche sagen, man kann die Items auch verkaufen, die kommen dann später trotzdem noch ins Sammelalbum. Habe ich ein paar Mal gemacht, manchmal funktioniert es irgendwie, manchmal nicht. Weiß ich nicht genau, was da irgendwie schief läuft. Vielleicht hat es mal funktioniert und jetzt funktioniert es eben nicht mehr oder genau andersrum, es hat mal nicht funktioniert und jetzt funktioniert es. Weiß ich jetzt nicht so genau, ja, ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Ich mache es einfach so, ich rüste dann einfach komplett um, schaue dann, dass ich das Richtige wieder ausrüste und dann, ja, dann habe ich's. Ja, bin mit den Top-Leveln dabei. Hust, hust, bringt ja auch so viel am Anfang der Höchste zu sein. Nee, bringt natürlich gar nichts. So, Rena. Gut, ich habe eh kein Gold da, kann ich. Oh, Falkenauge Mihawk. Das ist aber nicht unser Falkenauge, oder? Falkenauge, der macht nämlich auch beim Kriegerprojekt mit. Ja, wird wahrscheinlich nicht der echte. Also der Falkenauge Mihawk ist er nicht. Aber der ist es. Logan Grimnar. Der sollte eigentlich bei uns sein. Was macht der in der Gilde Kraftwerk? Ah, wahrscheinlich die Boni abstauben. Oder nee, doch nicht. Okay. Sanai. Inaktiv seit 16 Uhr. Ha, ha, ha. Mist, jetzt. Ich könnte mal kurz auf S1OS schauen. Ach, jetzt habe ich mir den Namen von der Partnergilde nicht gemerkt. Weil wir wollten noch eine zweite Gilde öffnen für die, die jetzt in die Main-Gilde nicht rein können und trotzdem gerne ein paar Boni hätten. Aber ich glaube, eigentlich sollte es Neville gründen, also NVL. Ich nenne ihn immer Neville, keine Ahnung. Ja. Hört sich besser an als NVL auf jeden Fall. So. Ja, weiß ich jetzt nicht, was Kraftwerk, was es damit auf sich hat. Oh, gibt ja doch schon ein paar Gilden. Nemesis, Blood Pack. Ach genau, Blood Pack wollte ja auch eine Gilde gründen. Genau. Das hat Dreamscape auch erwähnt. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ach Mist, ich wollte eigentlich einen Kampf machen. Ach, ich spekuliere hier wieder rum, obwohl ich ja eigentlich Video moderieren sollte und das zeigt dann dauernd mein Desktop an. Das ist das einzig Blöde beim Laptop, dass da immer die Maus so rumfährt, wenn ich hier unten auf dieses. Das stelle ich jetzt einfach mal aus. So, jetzt. Oh, das war. Hä, nee. Oh, ich glaube, es war sogar ausgestellt. Ach, keine Ahnung. So. Es, ach Mann, wieso ist denn da überall noch Alu? Ich dachte, ich hätte nur noch ein, zwei Quests übrig gelassen. Ja, schnell hier schauen. Genau, auf Server 20, wer sich wundert, ich bin mal wieder Gildenleiter. Das ist bei Neville. Ha, Neville, das hört sich einfach besser an als NVL. Neville und Falkenauge und Kronos und. Ja, was noch? Fuchur, genau, die sind bei den Himmelsstürmern auf Raid-Hilfe, weil die uns damals auch geholfen haben. Ich bin da geblieben. Es hat eigentlich keinen besonderen Grund, einfach. Ja, haben eigentlich keinen mehr gebraucht. Und ja, deswegen habe ich dann die Leitung für. Ach, genau, was ist das? Gold-Event, also bis 0:19. Zack, genau, dann schließe ich das. Jetzt hängt auch nicht mehr so sehr. Also, es war jetzt echt nur beim Start, dass es da so krass war. Ach, jetzt muss ich mal schnell schauen, die Quest ist aus. Der neue Server geht natürlich vor. So. Jo, wie gesagt, die Quests butter einfach. Ach Mist, jetzt. Ach, scheiß auf den Kampf. Das ist jetzt echt. Ach, was sind denn das für Quests? Steam. Ah, nee, das ist extrem schlecht. Die beiden sind auch extrem schlecht. Muss ich jetzt echt mal die schlechte, beziehungsweise die Gold-Quest, beziehungsweise Silber-Quest nehmen? Weil die anderen beiden waren echt grottenschlecht, weil vorhin für 1 Minute 30 400 und jetzt für 3 Minuten 20 700. Also, nicht so gut, nicht so gut.
Genau, hier kann ich auch schnell. Stadtdach ist 020. Genau, hier ist mein Post. Ach, genau, die Validierungsmail. Ja, lasst mich raten, ich habe sie nicht bekommen. Ach ja, das seht ihr jetzt. Seht ihr das? Posteingang 1190. Ja, kriege ich einige YouTube-Nachrichten. Immer wenn mich jemand abonniert oder mich liked oder ein Video hochlädt von den Leuten, die ich abonniert habe, da kriege ich immer eine Meldung, eine Nachricht und ja, finde ich ziemlich störend. Aber mit der Stufe 280, ja, ist doch perfekt, gleich ins Video mit reingetan. Ja, das nenne ich mal zeitliches perfektes Timing, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich endlich aus dieser dämlichen Levelbremse draußen. Das ist auch mal nicht schlecht. So, hier drüben war ich. Genau, hier ist auch fertig. Reinhauen. 0:20. Zack. Jetzt ist wieder YouTube-Postkasten. Der. Ja, es ist jetzt ziemlich blöd. Ich kann so oft auf Aktualisieren klicken, wie ich will. Ach, kommt nicht. Mist. Aber ich komme erst in der Happy Hour in die Main-Gilde zum Spenden. Bis Level 10 level ich jetzt so normal. Und dann eben, ja, den Rest in der Happy Hour haben wir so ausgemacht. Wir haben so Schichten gemacht. Jetzt habe ich aber erst sehr spät gemerkt, dass der Schichtplan erst heute aktiv war. Da war ich noch in der Schule und da musste ich noch die PSC holen. Und dann, ja, war da eigentlich keine Zeit mehr groß, sich drum zu kümmern. Deswegen habe ich Stream vorhin vor 10, 20 Minuten noch in letzter Sekunde geschrieben. Hoffe mal, das hat er noch mitbekommen, aber ja. Was ist denn da los? Da gibt es ja anscheinend eine fette 300 Alu-Gilde. Nee, kann man natürlich noch nicht sagen, aber. Oh, 10 Mitglieder, die rein. Ah, jetzt kann ich mal gleich schauen. Dream 25. Ach doch, dann ist es er. Aha. Aha. Ach, bin ich ein Trottel. Haut mich und nennt mich Idiot. Das ist immer so 1 US aufmachen. Ja, ich hab da jetzt für einen Moment echt nicht mitgedacht. Das ist natürlich die Main-Gilde, die so heißt. Ach. Ja, manchmal habe ich so einen kleinen Denkaussetzer. Was ist das jetzt ein Raid? Okay, haben wir eh versaut. Neuer Plan, Freundschaftsorden. Das ist ja ein schlechter Witz. Jetzt macht er hier ernsthaft Werbung für S25 für seinen Freundschaftsorden. Ich will mal schauen, wie viel da war er denn. 43. Das ist mies. Das ist so blöd, weil ich mit meinem Namen gefällt habe, weil das S da nicht da war und dann war es schon aus, weil da geht es echt um Sekunden. Dr. Justice? So. Ha, wenigstens hat er noch keinen Orden bekommen. Hört sich jetzt gemein an, aber ist ja echt so. Und genau, kann ich das schließen? Das ist ja nicht mitgedacht. Oh, genau, hier ist eine Quest aus. Da sollte man auch immer drauf achten. So, zack. Das kann es ja nicht sein, wie schlecht die sind, ey. Nehme ich trotzdem die. Zack, Waffe rein. So, die Vuvuzela im Hintergrund, wie immer. Classical, würde ich mal sagen. So, und hier jetzt auch endlich aus. Ja, gut. Jetzt 0 Uhr. 4. Mist, habe ich bin. Ja, doch, ich habe eigentlich überall bis 0 Uhr. Ah, genau. Ja, das kann. Es hört sich jetzt. Es sieht jetzt blöd aus, aber. Server 25, Freundschaftsorden. Auch an alle Zuhörer, die jetzt höchstwahrscheinlich schon alle angemeldet sind. Wäre nett, wenn ihr das machen könntet und euch über meine E-Mail anmelden könntet. So, wir schauen, jetzt kriege ich, woher kriege ich jetzt diese Adresse? Das schicke ich auch gleich mal auf S1 und S20 raus. Da muss ich jetzt doch nochmal auf S1. US, jetzt nehme ich einfach das vom Dr. Justice. Ha, jetzt tut er mir sogar noch einen Gefallen mit seiner Mail.
Hoffe ich mal, dass auf die nicht, Idee nicht noch einer kommt. Ich schätze mal, es macht ihn jetzt, glaube ich, nichts aus, wenn ich das jetzt kurz zeige. Es ist ja nur sein Freundschaftsorden. Und der alte Arzt will doch auch ein bisschen Freunde haben. Mist, jetzt habe ich einen anderen Server geöffnet, aber egal. Hier ist 23. STMG einfügen. Was? Wieso? Browser verloren. Okay. Okay, das war jetzt nicht beabsichtigt. Jetzt habe ich mich hier selbst ausgeloggt. Okay, gut, so geht's auch. Ach, jetzt fail ich hier mal wieder extrem. So, 25, Freundschaftsorden. So, hä, wieso? Habe ich wohl nicht richtig kopiert. Okay, gut. Uah, mein Gott, wie ich sowas hasse, wenn es nicht funktioniert. Jetzt aber. Ach, das kann's doch nicht sein. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Blöd. Richtig blöd. Und auch noch blamiert. Ha. Wie immer eben. Geht ja auch nicht. Was sind denn das für Quests? Das ist ja ein Albtraum, den ich hier gerade erlebe. So, zack, wieder Prügel rein. Oh, schnelles Gold wieder questen. Nicht questen, skillen. So. Hier kann ich es mir vielleicht von irgendwem nehmen. Ach, egal. Ich hatte das mal. Aber es kriege. Okay. Nee, das zeige ich jetzt mal nicht, weil ich glaube, das ist eine Gildennachricht, also Gildenbewerbung. Da sollte man dann etwas vorsichtiger sein. Kleines H, jetzt muss ich das selber schreiben. Strich, Strich. Ach du meine Fresse. Jetzt nervt mich nicht. Ich weiß, dass ich gerade aufnehme und dass es eine hohe Leistung hat, aber das musst du mir nicht andauernd sagen. Game.de Schrägstrich. So, wie war das jetzt nochmal gleich? Schrägstrich Index. Ach du Scheiße. Index.php Fragezeichen ist gleich 428 war es, glaube ich. Ach Mist, das Rec habe ich vergessen. Recording oder so heißt es. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das heißt. Aber irgend sowas. Recorded, recharded. Wie Worterfindes Ding. Ja, mein Englisch ist nicht das beste. Index.php 428, aber ich glaube, die Nummer stimmt nicht. 448 war es genau. Ja, nicht, dass ich jetzt das Falsche mache. Wäre geil, wenn ihr euch darüber anmeldet. Mist, auf die Idee hätte ich früher kommen können. Jetzt ist schon eine halbe Stunde Serverstart her. Ach, jetzt wird sich da nicht jeder. Ach, verdammt, jetzt habe ich es nicht kopiert. Trottel, Mist, jetzt. Erstmal S20. Sorry, Wolfskrieger, deine Nachricht werde ich später bearbeiten. Lesen, was auch immer. So. So, 25 Freundschaftsorden. So, HTTP, Doppelpunkt, Strich, Strich, S25.sfgame.de, Schräg, Strich, Index.php, Fragezeichen, Recording ist gleich 448. Wow, war das jetzt nicht schnell aufgeschrieben? Das ist doch. So. Passt, 448. Es ist richtig die richtige Nummer. Okay, 448. Ich kann mal kurz schauen, schnell, nachdem ich die Nachricht hier versendet habe. Na! Haut mich und nennt mich Trottel. Jetzt habe ich es wieder vergessen zu kopieren. Ja, mein Gott, ey. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie viel war ich hier. Oh, ich habe mich um 27 Plätze verschlechtert. Schande über mich. 27 Plätze später diesmal. So, jetzt mache ich den ganzen Käse nochmal auf S1. Schreiben, Gilde. Server 25, Freundschaftsorden.
HTTP. Ach Mist, fail. Strich, Strich, S25.sfg. PHP, Fragezeichen, Recording ist gleich 448. So schnell schreibt es doch keiner außer mir. So. Ach. Ach nee, der Gildenleiter hat einen vollen Postkasten. Aha. Mist. Ah. Die haben meinen Plan vereitelt und hier fällt es mir gerade auf. Geht es? 25. Ach! Nein! Oh mein Gott, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Ich habe die Waffe draußen gelassen. Oh mein Gott. Das hätte jetzt auch mächtig schief gehen können. Nochmal Glück gehabt. Hat mich wahrscheinlich der Ausdauertrank oder allgemein die Tränke gerettet. Gerettet. So, 23 Jahre lasse ich jetzt mal noch kurz offen, falls noch Fragen wegen S25. Freundschaftsorden 2. Wenn ihr euch darüber anmeldet und E-Mail validiert. Ja, bei S23 war das ja so, da habe ich das auch rüber gemacht. Da haben sich auch einige angemeldet, bloß haben die die E-Mail nicht validiert und jetzt habe ich da trotzdem null Freundschaftsorden. Ach ja, das war richtig blöd. Ja, schreibt das wieder, ey. So, zeige ich aber jetzt nicht weiter vom Chat, dann, na gut, lasse ich jetzt vorerst mal noch offen. So, jetzt E-Mail. Das braucht ewig zum Laden hier, das Teil. Kommt aber trotzdem keine E-Mail an. Oh, Stufe 5, da ist er hier mächtig dabei. Jetzt mache ich echt mal einen Arena-Kampf. Jetzt bin ich doch recht weit unten. Ist sogar jemand noch Level 1? Es ist ein Kundi. Ach, trotzdem. Level 1, der kann mir eigentlich gar nichts antun, weil er ja eben, boah, kein Leben hat eben. Es ist auch egal, wie oft er ausweicht, beziehungsweise wie oft er trifft, beziehungsweise wie oft er crittet durch den Glückstrank. Jo. Also ganz ehrlich, das sind Quests, die sind weit über ein Item, dabei ist es. Soll ich drei Rüstungen? Die könnten mir wenigstens Items geben, die ich noch nicht hab, dann wäre ich halt wenigstens besser, aber. Ach, sowas bringt mir halt nicht wirklich was. Ich finde eigentlich, mein Charakter sieht gar nicht mal so schlecht aus am Rande bemerkt. Ja, nur die Frisur sieht etwas. Ja, kann sich jetzt jeder denken, was ich wahrscheinlich meine. Er sieht nicht ganz so, wie ich das gerne hätte, aus. Aber ich werde den Ork behalten, weil Goblin, wie ich es auf S23 hier. Hab ist, ja, es ist nicht ganz so Krieger-like, also, ja, ein fetter, riesiger Ork ist als Krieger besser geeignet als jetzt ein kleiner, schmächtiger Goblin. Oh, habe ich schon gleich zwei Rückrufteile bekommen. Kann ich mir schon denken, was drin steht, und zwar, sorry, aber ich habe mich schon angemeldet und sorry, ich habe mich schon angemeldet. Ja, das ist immer blöd. Ich hätte gleich dran denken müssen, dann hätte es vielleicht noch geklappt, aber nein, ich habe es natürlich wieder verpeilt. Dank Dr. Justice habe ich es überhaupt noch heute gemerkt. Wahrscheinlich hätte ich es dann erst morgen gecheckt, dass ich da hätte was machen können. Oh, die ist jetzt sogar mal gut. Also nicht heftig, aber. Raus. Raus, raus, raus. So, zack, genau die oberste war's. Das ist mein Bruder. Rein, dann. Sorry für das Scrollen. So, zeigen wir doch mal Kraft. Oh, wir waren ja eh gleich die erste Gilde. Mann, sind wir heftig. So sehen wir schon. Oh, da ist er. Ego S25. Und widerlich. Und wieder so lächerliche Faker am Werk. Ego S25 ist original. Ist auf dieser nicht aktiv. Danke, wie gewohnt. Kurze Vorankündigungszeit. 26 in 3 Wochen. Und Dauer-Events.
Also, ja, da weiß ich jetzt nicht wirklich was davon. Dauerevents, ja, ich verstehe eigentlich nicht, warum sich so viele darüber aufregen. Das ist doch eigentlich gut, dass jetzt jedes Wochenende Event ist. Also mir schadet das jetzt eigentlich nicht, dass ich mich jede Woche, alle 4 Wochen schon hochskillen kann, nicht alle 8 Wochen durchs Gold Event. Und ja, genau, morgen ist Gold Event übrigens, mal am Rande bemerkt. Kann man sich ja denken, was da passiert bei Serverstart. So, ich wollte jetzt eigentlich einen Neville suchen. Neville 27, genau. Hat noch nichts gemacht. Ah, hat auch einen Ork genommen. Gut, dann jetzt aber mal schauen, wer ist denn da schon alles drin? So, No Name. So, 24 auch No Color. So, kopiert. Ah, das sind wahrscheinlich ein paar von den Goldspendern, also von denen, die jetzt dann gleich reinkommen und ein wenig von ihrem Gold da lassen, hoffentlich. Was wollte ich jetzt nachschauen? Das war jetzt irgendwas. Ach genau, Carpe Noctem, genau. Carpe Noctem. Jetzt finde ich. Ah, da ist er. Aha. Ja, den beiden, ihrer Meinung bin ich jetzt eigentlich nicht so. Also, jetzt übertreiben sie schon extrem mit den Serverstarts und das ist auch mein letzter Server, hundertprozentig. Also, da könnt ihr euch. Also, 300 Alu auf jeden Fall der letzte. Tue ich mir echt nicht mehr an. Also, ich habe genug Leute und jetzt habe ich einen guten Kundi, einen guten Magier und einen guten Krieger. Jetzt, ja, brauche ich nicht mehr. Ein Char lösche ich ja sowieso, den, verdammt, jetzt, genau, kriegst du es aufs S11, den werde ich ja wahrscheinlich eh löschen oder stilllegen. Das war ja einfach nur mal so ein Test, hatte ich dann aber auch nicht mehr die Ausdauer bis Level 50 zu warten, weil mit Goldquests ist das, dauert es ewig, bis man da mal auf Level 50 kommt und, ja. Genau, ich mache jetzt kurz Pause und lese die beiden Nachrichten, weil es mich jetzt doch interessiert, was die geschrieben haben. Genau, die haben mich jetzt gerade nur gefragt, wie ich heiße und ob ich eine Gilde aufmache. Das schreibe ich jetzt gleich. Oh, ein Gold bekommen. Das ist natürlich richtig viel. Gleich was skillen. Übrigens, jetzt nicht meinen, ich komme dann in die Gilde und lasse mir die Bonis dann geben und mache dann selbst nichts und spende auch kein Gold und so weiter. Da liegt ihr, falls ihr das vermutet, wenn nicht, dann ist es okay, aber falls ihr das vermutet, dann liegt ihr falsch. Wir haben es so ausgemacht, jeder spendet 150 Alu-Gold, egal wie viel es ist. Ja, kommt dann, ich komme dann in der Happy Hour rein, spiele meine komplette restliche Alu und spende dann das komplette restliche Gold. Ich könnte es auch aufnehmen, ob ihr, wenn ihr das als Beweis sehen wollt, würdet, aber ja, also mein Wort ist Gesetz. Ja, so ungefähr. Jetzt ist Server 25. Ich heiße in Klammern wie hier Spielest. Habe ich mich überhaupt richtig geschrieben? Spielest. Schnell vergleichen. Manchmal übersieht man auch so einen Fehler. Spielest. Nee, sollte richtig sein. Jetzt muss ich mir meine Lesebrille rauspacken. Nee, hab natürlich keine. Ich heiße wieder Spielestyler und werde in Dreamscapes Gilde. Dreamscapes Dream. Wie hieß er doch gleich? Dream ist 25, glaube ich. Zack. Dream 25, genau. So. Oh. Jetzt kann ich kein Item mehr annehmen. Keine Quest mit dem Item. Gut, habe ich auch keine. Zack. Ausdauer. So. Dream. Ach, jetzt. Dream 25, was? In Dreamscapes Gilde. Kraftwerk, was? Ja. Spielen, Punkt. Hier nochmal der Freundschaftslink. Damit es auch wirklich keiner übersieht. Freundschaftslink, Doppelpunkt. DTP. Oh yeah, heute seht ihr mich fett am Schreiben.
index.php Fragezeichen reg ist gleich 448. Ups, 4489, 98 bin ich sicher nicht. Ach, jetzt wurde ich hier auch wieder angegriffen. Nee. Gut, da das jetzt schon recht lang ist, sagt, das interessiert mich jetzt trotzdem, was die beiden auch noch geschrieben haben. Kurz wieder Pause. So, die beiden waren nur Gildenbewerber, haben allerdings nicht den Voraussetzungen entsprochen, leider. Ja, solche Abweisungen sind immer auch blöd. Hier. Nein! Ich höre es gerade. Was hab ich nur für ein Glück? Echt, das ist ja unbegreiflich. Also, ach ja, was habe ich nur für ein Glück? So, jetzt schaue ich mal schnell. Danach mache ich wieder einen Arena-Kampf, oder? Kann ich schon wieder einen machen? Ja. So, wie sieht denn hier aus? Aschmet 12 ist der erste. Dann mal Gilden. Wie viele gibt es denn jetzt schon? 55, okay. German Dream Team, Zombie-Bärchen, die Raubritter. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die originalen Raubritter sind, weil die gibt es nur einmalig auf S1. Da, das ist auch nicht. Ah nee, doch, sie gibt es noch auf einem anderen Server, aber auf jeden Fall nicht auf S25. Also da bin ich mir echt fast hundertprozentig sicher, dass es Klumbum und vor allem Ether damals, der alte Leiter, nicht mehr machen, also neues Serverstarts. Was war denn das gerade? Ups, habe ich die Mail abgeschickt? Oh. Ach, dieses blöde Alzheimer. Mist, Mist, Mist. Ach, ich schreibe es einfach nochmal. Server 25. Ich heiße dort Spielestyler und werde in Dreamscape Jetzt verschreibe ich mich aber ein bisschen zu oft. So, Dreamscapes, Gilde spielen, zack, und wieder Quest aus. Wieder mit Leichtigkeit gemeistert. Ah, genau, Arena-Kämpfe. Zurück. Genau, passt. So, schauen wir doch mal. Was geht hier? Ivy? Sollte mehr als machbar sein. Hab wesentlich mehr Stärke, Ausdauer und, na gut, Glück jetzt nicht so viel mehr, aber, fett Gold da gelassen. Danke, Ivy. Sehr nett von dir. So. Ich will mich auch nicht so hochballern, deswegen mache ich jetzt nicht auch mit Pilzenangriffe und fürs Sammelalbum gibt es eh noch nicht, also lohnt sich das eigentlich überhaupt nicht. An den ersten Orden 5 vielleicht, aber danach nicht. Spiel ist dann, dann Trips ist Spiel. Die Nachricht habe ich jetzt echt fett Rechtschreibfehler, ja, beziehungsweise Allgemeinfehler einfach versaut. In Dreams jetzt Spiele spielen. Ach genau, hier nochmal der Link. Zack. TTP, Doppelpunkt, Strich, Strich. S25.sfgame.de slash index.php. Fragezeichen, reg ist gleich 448. Jo, das ist Rechtschreibkurs für Anfänger hier übrigens. Mache ich auch nebenbei. Ja, so. Jetzt nochmal schauen. Wieso kommt diese dämliche Mail nie an? Das muss ich dann echt mal schauen. Wow, mich hat gerade einer abonniert vor 7 Minuten. Danke am Boss Mob LP. So, jetzt aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Alle als gelesen markiert. Ja, das mache ich mal. 50 Konversationen wurden als gelesen markiert. Rückgängig. Keine Ahnung, irgendwie sollte es jetzt eigentlich ein Tausender machen, aber egal. Hier drüben geht es vielleicht. Normal auf Kürzen.
Nein, ich will hier eigentlich einfach nur. Ach, egal. Die Mail kommt schon noch. Hoffentlich. Also, er ist 20, kam sie sofort. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie genau, also echt um 16 Uhr schon da war. Hundertprozentig kann ich es nicht mehr sagen, aber ich denke, dass es schon so war. So, jetzt kriege ich. Nehme ich trotzdem an, denn ich nehme hier die Waffe weg und die Handschuhe rüste ich aus. Also habe ich bisher immer noch keinen Platzverlust dadurch. Den Helm. Oh, den könnte ich. Ja, gut, aber zwei Ausdauer sind, glaube ich, wichtiger als jetzt drei Rüstungen. Ich habe eh nie im Leben 50% mit dem Level. Also, ja. Schwachsinn. So, und schauen wir mal, wie viel gibt es denn jetzt eigentlich schon? Zack. 3000. Wow. 16:48 Uhr, okay. Warte mal, was ist das? 23? Ich kann mich, glaube ich, ziemlich gut daran erinnern, dass es nach einer oder zwei Stunden erst 1000 oder 2000 waren. Also auf jeden Fall S25 Rekord. Das werden ja sekündlich mehr. Das ist ja echt genial. Das ist wunderbar. Ach, die müssten sich alle über meinen Link anmelden. Schau, die, nur die 15 hier, das wär's schon. Ach ja. Hier den Link reinzuschreiben, wäre jetzt nicht gerade sinnvoll, weil wer ihn sehen kann, hat ja sowieso schon. Er hat sich ja sowieso schon angemeldet. Oh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Jetzt echt 448. Blöd. Ich dachte eigentlich, ich bin mal weiter vorn, aber egal. Wie viel ist denn der ganze Schrott hier eigentlich wert? 51. Wow, recht viel, ja. Bringt schon was. Insgesamt ein Gold. Wie gesagt, den Ausdauertrank. Was haben wir hier eigentlich? Stärke 2. Nicht so wirklich der Burner. Jetzt erstmal die Quest. So, neue Handschuhe und Stufe 6. Wuhu. Schilling. Ich glaube nicht, dass er sich angemeldet hat. Bin ich mir ehrlich gesagt unschlüssig darüber. Oh, oh, das wird jetzt genial. Mal schauen, wie viele Schillinge es gibt. Also es gibt den Schilling. Vampire's Cave. Oh. Gut. Ach, genau, meine Güte. Mal schauen, wie es da eigentlich aussieht. Haben die schon irgendwas reingeschrieben? Noch nicht. Dann, oh, Dream, er macht ja gar nicht. Oh, 69 gewonnene Kämpfe. Aber ich schätze mal eher, dass sie ihn alle angegriffen haben und dann nicht, dass er 69 Pilze für Kämpfe investiert hat und keinen einzigen für den Trank oder so. Aber egal. Jetzt schauen wir erst, ah, genau, Neville kann ich auch gleich nochmal nachschauen. Ah, Mist, hier ist die Alu schon wieder leer. Ach ja, wie schnell doch so 100 Alu weg sind. Das ist echt erstaunlich, wie schnell es für einen 300-Alu-Spieler geht. Ja, Mist, jetzt kommt wieder so eine Nachricht. Das ist so blöd, dass man die Nachrichten nicht in den Videos zeigen kann. S24 300-Alu spielen. Wuhu! Cool. Verdammt. Ja, auf S23 übrigens mal so am Rande erwähnt, die Gilde. Was ich blöd finde, ist hier vor allem die erste Seite. Das stört mich echt riesengroß, dass da viele einfach nicht mehr ankommen. Schauen wir doch mal, Eck. Das waren jetzt erst vor kurzem Serverstarts. Ach, der zweite. Also alle, die jetzt einen traurigen Smiley haben, sind mindestens 2,5 Tage nicht mehr aktiv gewesen. Die sind auch alle nicht abgemeldet. Oh ja. Oh. Da kann auch mal ein Fehler passieren, ey. Oh, vor allem, wenn man einem Inaktiven das Lied gibt, der kann es ja nicht mehr zurückgeben. Das ist dann schon richtig blöd. So, jetzt missten wir hier mal aus. So. Pain 61 aus. Wenn ihr wieder rein wollt, schreibt mich an, aber eigentlich. Was? Ich kann ihn nicht kicken, weil sein Posteingang voll ist. Das ist ja auch mal eine Technik, die nicht so effektiv genutzt werden sollte. Aber das ist ja echt ein Witz.
Ja, vor allem da sieht man ja, dass sie inaktiv sind, wenn der Posteingang voll ist, weil das sind ja, ich schätze mal jetzt nicht gerade Leute, die irgendwie 1000 Leute haben, mit denen sie schreiben. Oder sie haben halt einfach nie den Posteingang geleert, aber schätze ich mal jetzt auch nicht, dass das der Fall ist. Nicht wundern, Komma, habe nur ausgemistet. So. Genau, dann habe ich hier noch. Oh, jetzt kriege ich hier eine Menge Nachrichten. Genau, ich werde ja gar nicht mehr angegriffen, fällt mir gerade auf. So. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Das sind echt Quests zum Haare ausreißen. Ja, hau, ich will die Quest annehmen, auch wenn mein Inventar voll ist, denn ich tue doch die Waffe rein. So, jetzt müsste ich mir da echt mal überlegen. Also ein was muss ich dann eh verkaufen, weil ich dann durch den Ring voll bin. Nicht voll im Sinne von betrunken, sondern voll im Sinne von Inventar voll. Gut, dann mache ich mal am besten den hier und zwar. Okay, das mache ich nicht. Was kann ich mir holen? Ja, die Schuhe sind aber so extrem teuer. Wenn dann, ich hole mir das Schild einfach für. Zack und. Zack. Ja, hole ich mir das Schild einfach ganz gemütlich, gechillt, ein Schild. Reimt sich auch noch. Oh yeah, ich bin der Reimer des Jahrhunderts übrigens, weil. Falls ihr das noch nicht wusstet. Aber die meisten wissen es ja. Ha, habe ich gleich wieder ein paar Lacher geerntet. Was wollte ich jetzt in der Ehrenhalle schauen? Ach genau, hier kann ich meinen Turm zeigen. Hier bin ich relativ weit im Turm. Also nicht weit im Sinne von viele Dungeon-Etagen geschafft, sondern weit im Sinne von weit geskillt. Die sind nämlich jetzt alle voll geskillt. Bis auf den Mage, aber der Mage ist Kacke. Sollte man nicht zu laut sagen, denn er ist im Raum. Beziehungsweise im Computer, weil ich spreche ja im Computer. Und die Moral von der Geschichte. Überschätzt eure Stärken nicht. Ja, habe ich mich wohl selbst überschätzt. Die sind auch relativ mies ausgerüstet, sage ich jetzt mal. Also geht auf jeden Fall besser. Und der hatte noch zwei Skillpunkte. Ja, ich schätze mit 175 bis 180 werde ich dann den ersten, den Lebkuchenmann schaffen. Muss ich mal auch schauen, dass ich dann die Tränke noch habe bei dem Level, weil sonst ohne die Tränke wird es ganz sicher schwieriger. Sehr viel schwieriger. So, genau. Nehme ich auch gleich mal. Waffe raus. Zack. Kampf. Ach gut, ich kann den Kampf machen. Passt perfekt für einmal Stärke. Dann Falkenauge Mihawk. Du bist ein. Oh, der ist fett ausgerüstet. Ja, gut. Es wird jetzt ein epischer Bossfight. Mist, der hat auch schon ein Schild. Verdammt. Der hat eine bessere Waffe. Oh oh. Das könnte jetzt auch ein Klogriff gewesen sein. Zack. Nein, die. Ah, die schlechte Quest angenommen. Es hängt immer noch ein bisschen durch S25. Ja gut, es könnte auch an meinem Posteingang von Gmail liegen. Da sind vielleicht gerade zwei knapp 1200 Nachrichten. Oh, nochmal abonniert. Wuhu, danke an Yunus Dogan. Es ging mir jetzt eigentlich. Ach, diese blöde Validierungsmail. Das ist immer das Größte. Bin schon an Dreamscape vergeben. Dreamscape vergeben. Oh, ich habe den Kampf verloren. Ich habe kein Siegesgeräusch gehört. Ach, Mist. Jetzt haben wir den Kampf gar nicht gesehen. Egal. Oh, die erste gute Quest und dann. Na gut, Verbesserung wenigstens. Aber wenigstens. Ja, Erfahrungspunkte, endlich. Und schon die ersten längeren Quests. 4 Minuten. Da kann ich ja schon fast wieder aufhören. Mit dem Video. Das ist jetzt doch. Jetzt kriege ich so überall die Nachrichten zugeschickt. Aber die kann ich jetzt alle nicht öffnen. Ja.
So, ja, was könnte ich da? Ah, genau, auf Sir. Ach, genau, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Ich habe auf S20 hier, um genau zu sein, einen Turm geschafft und dieses mega fette Epic bekommen. 336 auf alle Attribute. Vorher war da ein 303 auf alle Attribute. Genau, 303 war es, ja, passt. Habe ich bekommen, leider nicht im Video. Ja, ich wurde dazu angespornt, gleich den Turm zu machen und da habe ich es dann, habe ich mich überreden lassen und dann, ach ja, war ein Fail, aber könnte ich jetzt eigentlich noch eins schaffen? Wäre mal so eine kleine Abwechslung zwischen Serverstart und, ja, was mache ich denn sonst so, labern? Ja, das Blöde ist, ich habe sie wieder nicht geskillt, ja. Gut, die, den fehlen jetzt allen, der sogar drei Level, den anderen beiden zwei. Oh, sieht aber trotzdem. Ach, die Schuhe. Genau. Die kann hier viel bessere Geschickschuhe haben. Haben wir auch eine fette Rüstung. Waren die. Ja, genial. Die waren ja noch gar nicht im Klo. Im Klo. Oh. Hey, komm zurück. WC-Schild, du kommst zurück. Ach, Mist, habe ich schon was reingeworfen. 400 von 850, das dauert echt unsagbar lang, wenn man keine Epics reinwirft. Also freut euch da nicht drauf. Aura 14 ab da ist dann echt einfach nur noch ein, alle 2, 3 Wochen mal einmal spülen, da kriegt man eh kein Epic raus. Ach, da lohnt sich's dann nicht mehr wirklich, da Epics zu kaufen. Weil es dann selbst mit denen relativ lange dauert, da mal die Aura voll zu kriegen. Ein Ausdauer. Oh, hier kann ich mal Räderkampf machen. Gold, alles rein. Ich habe mir auch schon mal überlegt, so Musik in den Hintergrund zu legen, wie Dream das immer macht, aber ja, dieselbe auf keinen Fall. Dann kommen wir die ganzen Leute, die sagen, ich bin ein Faker und Hater oder sowas, obwohl er die Musik eigentlich einen für zur Verfügung stellt. Hat er mal gesagt, wer die will, soll ihn einfach anschreiben. Jetzt öffne das schon. Jetzt muss doch mal. Aktualisiere! Ach Mist, ey, das ist doch. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich die jetzt nicht krieg vor 23 Uhr? 30 bin ich, glaube ich, eingeteilt. 23, 30, ja gut. Könnte sein, könnte sein. Öffne es gar nicht. Ach, genau, die Saps, die Liebe, die von S1, die kann ich auch mal schauen, wie sie sich eigentlich genannt hat. Saps, 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 so heißt sie nicht. Ach, die heißt ja Saps 83, genau. Da ist sie. Oh, die hat sich fett ausgerüstet, würde ich mal sagen. Joa, hat allerdings noch keine Tränke und ja, auch noch nicht so viel gemacht. Erst Stufe 4. Kann ja jeder machen, wie er will, auf jeden Fall. Wollte ich jetzt dann gleich das Sammelalbum holen, dann echt extrem daran arbeiten, dass ich da. Hatte ich die Waffe draußen beim Starten? Mist, ey. Aber ich soll es trotzdem schaffen. Ist mal ein bisschen spannender, der Kampf, wenn ich es nicht hatte. Oh doch, ich hatte sie draußen bei den Werten. Sicherlich. So, wieder Geschick. Ich könnte auch mal Stärke oder Ausdauer-Items kriegen. Das wäre auch mal nicht schlecht zur Abwechslung. So, dann. Schlechte Quest. Schlechte Quest. Sitzt mein Inventar wieder fast. Oh. Dumm, 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 dumm. So. Zack. Natürlich nicht vergessen reinzutun. So, dann schauen wir doch mal wieder in die Ehrenhalle, was sich da so getan hat. Aber ich glaube nicht so viel. Geister der Legenden sind jetzt ein paar. Crazy Crushers sind eigentlich auf jedem Server, deswegen finde ich auch. Oh, Iron Maiden von uns ist sogar ziemlich weit vorne, wobei ich das echt blöd finde. Also, oh, Waterboy, der gehört auch zu uns. One of Us ist der. Was? Wie hat denn. Hä? 24 Abenteuer und Stufe 7. Wer hat denn das gemacht? Der hat wahrscheinlich wesentlich mehr Glück als ich. Ich habe so schlechte Quests, ich sag's euch. Das, was ihr hier bei mir seht, da werdet ihr euch wahrscheinlich ins Fäustchen lachen, weil ihr so extrem gute Quests habt.
Ach ja, das ist immer das Blöde. Man kann es halt nicht kalkulieren, wer die Guten, wer die Schlechten kriegt, weil sonst könnte man auch sagen, gut, fange ich nicht an, ich krieg nur schlechte Quests am Anfang. Ach, diese blöde Leiste an der Seite, die regt mich sowieso schon auf. Mal schauen, das 1:1 kann ich jetzt mal schließen. Dann, oh, genau 1 Stunde. Das ist mein erstes einstündiges Video. Applaus. Ach genau, das habe ich vorhin auf YouTube gefunden. Ja doch, öffne ich jetzt einfach mal. Dann seht ihr mal, wen ich so abonniert habe. Mann, dauert das ewig. Oh ne, sieht man gar nicht. Ja, Kelly vs. Benny habe ich früher mal angeschaut. Lustige Sendung übrigens. Kann man sich anschauen. So, Trommelwirbel. Oh ne, 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 machen wir mal. Ah, das, genau, das habe ich vorhin schon gesucht, wurde auch angegeben. Nee, Applaus, gibt's das? Was ist denn jetzt mit der Tastatur los? Das ist die dämliche Werbung, die spammen das YouTube echt voll mit ihrer Werbung. Applaus, schreibt man so, oder? Applaus-Sound. Effekt. Zack. Jetzt muss ich noch schnell schauen, dass er hier nicht zu kurz kommt, der Krieger. Und Waffe raus. Ganz ehrlich, wie ich das Geräusch der Vuvuzela hasse, das dröhnt schon richtig in den Ohren. Nee, natürlich die Waffe rein und dann. Ach, Schnee. Ach, jetzt ist auf S1 auch gleich fertig. Ach, da werde ich ja heute nicht mehr fertig mit der Alu. Da werde ich heute den ganzen Tag blocken. Oh, hocken und blocken müssen. Und klicken und. Was heißt sich auf klicken? Oh, ja, genau. Das andere, was ich auf Klicken reimt, sage ich jetzt mal lieber nicht. Aber dafür werde ich gar keine Zeit haben. So, hier kann noch was rein. Zack. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich verliere mal den Faden, wenn ich so queste. Ach, genau, YouTube, genau. Applaus, Soundeffekt. Hier. Und funktioniert's. Es hängt natürlich mal wieder. Ach ja, liebes altes Internet, du hängst. Danke, 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 danke. Das tut doch gut. Das ist doch angenehm, mal so richtig applaudiert zu bekommen, das. Ja, könnte ich öfter mal einblenden, fällt mir jetzt mal ein. Ja, könnte ich schon ein paar Mal machen. Das wäre schon cool. Was ich ja eigentlich machen wollte, deswegen war das hier oben auch angegeben. Drumroll Sound. Drumroll Sound Effekt. Genau das wollte ich eigentlich machen. Ah, nee, 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 das ist das Falsche. Das ist, was ich machen wollte, war das hier unten. Geh mal runter, du blödes Ding. Weiter unten. Nein. Jetzt kommt ja wieder diese dämliche Werbung. Drumroll. Genau, das hier wollte ich machen. So, jetzt ist die Quest schon wieder aus. Kann man Wetten abschließen mit dem Sound zusammen. Wer gewinnt? Wer, ich oder das Monster? Das wollte ich eigentlich zum Intro machen. Also. Also ich sag so, S25 starten, dann kommt der Trommelwirbel. Aber habe ich dann lieber mal gelassen, weil ich weiß jetzt nicht so, ob das gut angekommen wäre. Jetzt genau wollte ich mal wieder einen Kampf machen und nicht verlieren. Hey, Braveheart lässt sich anscheinend nicht angreifen. Ach komm. Was ist? Das kann's doch nicht sein. Das ist nur wegen meiner schlechten Waffe, oder was? Blätter ich mich aber jetzt sicher keine neue, weil die reicht locker für die Quests. Ach ja, blöd gelaufen. Halt, ist die andere 4 Minuten gewesen. Die da. Ah, gut, dann ist die besser. Zack, rein. Nein! Was habe ich denn? Jetzt habe ich einen anderen Server geöffnet. Ach man, diese dämliche Favoritenliste oben.
Schlechte Quests. Ach, das war jetzt 20, da bin ich ja noch in der Levelbremse. Genau, ich habe wieder selbst genadet, also selbst ausgelockt. Oder? Nee, doch nicht. Weil ich gleich aufs zurückgegangen bin. Zack. So. So, dann, Spieletrend. So, so. Das ist sicher nicht. Suche Gilde und er hat der Gilde gegründet. Also, manchmal verstehe ich die Leute einfach nicht. Erster Spieler, der auf Level 2 gekommen ist. So, so. Jo, dann werde ich das jetzt, glaube ich, mal schon mal beenden. Also, zeigt es mir mein Desktop an. Ich weiß doch, wie mein Desktop aussieht. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ja, dann werde ich das jetzt mal beenden. 1 Stunde 5 Minuten ist doch schon recht gut. Und bis Stufe 10, glaubt mir, das dauert noch ewig. Circa bis 18:30 Uhr oder so. Also wird noch eine ganze Weile sein. Bestimmt noch so gute 40, 50, 60 Alu. Also 150 Alu insgesamt bestimmt für Stufe 10. Und dann sehen wir uns in der Happy Hour wieder. Da kommt wie wieder. Da kommt dann ein richtig extrem kurzes Video. Johann, dann würde ich mal sagen, haut rein und ciao.